Hallo und willkommen zurück zu Shininyas Let's Plays und Hopp. Wir sind relativ weit nordöstlich von der Karte in diesem Wassergebiet und sind hier in den Dungeon rein. Aber und ich wusste erstmal nicht, wie es weitergeht. Ich vermute fast, ich muss hier erstmal alle Gegner töten, aber ich bin mir nicht sicher. Oh, ernsthaft? Das war außer Reichweite. Dieser Gegner ist nämlich irgendwie ein bisschen verbuggt. Ich hatte den schon oben an der Oberfläche versucht, mit dem Enterhaken zu greifen. Da ging es gar nicht. Jetzt hat er zumindest reagiert und gesagt, ja, da ist was. Deswegen wollte ich eh erstmal gucken, aber dass er mich dann gleich zweimal erwischt, war nicht geplant. Sein das Ding. Verstehe ich nicht. Ich kann nicht blocken. Also doch, ich kann blocken. Aber wenn ich seinen Angriff blocke, kann ich ihn danach nicht mehr hinten seine Rüstung runterreißen. Wenn ich den Warp-Angriff hinter ihn mache, geht es auch nicht. Ich kann das Ding nur greifen in dem Moment, wo er mich angreift und nur von vorne. Und dann kassiere ich schon mal mindestens eine Attacke. That's why I don't understand. Jetzt hat er's. Keine Energie mehr. Geschafft. So, und ein Gegner war hier noch. Ja. Haben wir, aber scheint nicht zu verändern. Ich muss da rein, da ist irgendwie Strom. Ach, hier ist ja was zum Drehen, habe ich gar nicht gesehen. Da drehe, drehe ich auch den Eingang. Aha. So, na dann kann ich mir das Ding wegziehen. Dann ist nämlich der... Ah, und deswegen kommt dann der Gegner hoch. Ich verstehe. Den haben wir ja vorher schon gesehen. Machen wir einfach so. Dann stört uns das gar nicht. Du Sau!
So, Strom ist da. Damit ist eine Leiter hoch. Und jetzt können wir zu dem einen Schalter schon mal ran. Ja. Lol. Jetzt ist er auch noch auf der Plattform. Ach, das hat schon gereicht, um ihn zu töten. Das Ding ist, das muss nach ganz rüber. Naja, gucken wir mal. Vielleicht hat hier vorhin nur der Strom gefehlt. Vielleicht. Das war nicht geplant. Ach so, das ist das Problem. Die Halterung muss ab. Und jetzt kann auch die Plattform hoch. Schade, hätte ich also vorhin doch schon machen können. Und jetzt kann ich auch die Maschine rüberbringen. Sehr gut. So, stimmt, hier hatten wir ja auch noch was. Okay, der nächste Gang ist freigeschaltet. Voller Gegner. Aber ich will trotzdem noch mal. Sehe nichts. Scheiß Kameraperspektive. So, kann ich das mitnehmen oder ist dann wieder alles weg? Sieht man nicht. Das hier wollte ich noch mal gucken. Ob hier noch irgendwas ist. Ach so. Nicht wirklich. Könnt ihr runterspringen? Nein. Damit komme ich noch zu dem einen, Golem hin. Ich weiß aber nicht, ob das so gedacht ist. Vielleicht komme ich auch später noch hoch. Ja.
Nein, du machst schon. Komm, ich bin noch da. Gerade noch hochgekommen. Verfiegt, so scheiße. Ich vermute, das geht. Vermutlich könnte es aber auch die eigentliche Lösung anders gemeint gewesen sein, aber ich vermute, es geht so. Nein, nein, nein. Vielleicht muss ich hier einfach nur springen. Ich verstehe nicht. Na dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. Verseuchung, hier ist nichts. Noch mehr Verseuchung. Vermutlich. Ist der Verursacher der Verseuchung das Herz? Das ist vielleicht sogar hier unten in dem Tempel. Uah. Darf ich mich nicht nähern? Aha. Da ist erstmal ein Schalter. Tor geht auf. Oh, Wasser. Das ist jetzt so gut, was die nächste Frage, weil da wäre ja noch ein Dings gewesen. Ein Gang unter mir. Tja, ist scheinbar egal. So, da ist eine Treppe hoch. Hier kann ich trotzdem rüber und komme wieder zurück. Okay. Dann kann ich nur hochgehen. Da ist das Herz. Ich hatte recht. So, macht bestimmt die Luke auf. Eine Abkürzung. Hier was drin ist. Nicht aus jetziger Sicht. So, wenn ich alles weg habe, kann ich wahrscheinlich nochmal den Gang. Da links sind auf jeden Fall die Viecher. Die brauche ich ja, damit das Schutzschild von dem Herz runtergeht. Diese kleinen Geister. Okay, Checkpoint.
sage es sogar noch, aber ich bin ja auch nicht rangekommen. Jetzt aber. Schafft. Na dann, ab zum Boss. Beziehungsweise, eigentlich ist es ja gar kein Boss. Nieder mit dir. Und damit machen wir erstmal eine Pause.